Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bretrack spielt Planet Crafter. Nee, das war die andere Serie. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bretrack's Ark Adventures mit unserem Pyria-Mod auf The Center. Und ja, wie in der letzten Folge schon angedroht, habe ich die Basis ein wenig überarbeitet und eine Gärtnerei zusammengebrutzelt, ein bisschen an den Deko und sowas rumgeschraubt. Gleichzeitig war heute ein Update von Wildcard. Main Game mäßig oder sowas, weil wegen Turkey Trial Nummer 6 oder sowas das nächste Event, was zurzeit läuft, was dafür dazu geführt hat, dass ich jetzt 2,5, fast 3 Stunden rumgedoktert habe, gewartet habe, bis der blöde Serveranbieter hier auch mal das letzte Wildcard-Update gezogen hat und ich endlich auf den Server drauf konnte. Das ist jetzt schon verdammt spät zur Aufnahme, kurz vor Mitternacht. Na ja. Da müssen wir mal durch. Ja, aber dadurch, dass ich so lange warten musste und so oft updaten musste oder versucht habe abzudaten, hatte ich halt jede Menge Luft und konnte dann, wie ich letztens schon überlegt habe, die FMK Station nochmal draufpacken, hier die Froggyman Kibble Station. Wobei wir den Kibble-Aspekt davon nicht wirklich nutzen werden. Wir werden mehr oder weniger den Level-Counter nutzen, die XP-Boost werden wir nutzen und hoffentlich zu gegebener Zeit, zumindest damit wir diesen Beta, den Gamma-Boss angehen können, Artefakte umwandeln. Damit wir halt dieses Ei beschwören können, was ich letztens schon gezeigt habe. Hier aus Consumables X, das hier, das Gamma Hive Mind Spawner. Dass wir zumindest den benutzen können. Also Artefakte aus Crack, Destroyer und Gatekeeper umwandeln können. Also Artefakte, die wir hier kriegen, in diese Artefakte umwandeln. Beta und Alpha werden wir wohl nicht angehen können, weil uns einfach die Fire, Lightning und Poison Talents auf der Map fehlen. Death Wormhorns oder so, könnten wir eventuell glücken, dass jemand anders da droppt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, FMK Station ist jetzt auf dem Server mit drauf. Muss ich noch in die Modliste reinpacken. Ist noch aktuell noch nicht drin. Wird wahrscheinlich in der nächsten Folge sein. Und ja, mit dem nächsten Level Up sind die M-Grams-Dinger dann auch freigeschaltet. Weil noch haben wir keinen Lethal Reusable Mind Wipe Tonic. Sonst könnte ich mir die jetzt schon freischalten. Ja, müssen wir halt bis zum Level Up warten, bis die nachgelevelt werden, die Sachen hier. Für die FMK Station. Wie gesagt, hier den Level Counter, den wir benutzen. Und das war's. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns jetzt mal gucken, wie ich die Basis denn gestaltet habe. Ich habe auch ein wenig hier von unserem anderen Eco-Mod, den wir benutzen, mit draufgepackt haben. Hier den Eco in Wonderland. Hier, den Kahn hat man ja letztens schon in der Folge gesehen. Habe ich ein bisschen Dekorationen damit dazugeschmissen. Und ja, ist noch lange nicht da, wo ich es haben will. Aber es sieht schon ganz passabel aus. Und wir haben wieder wilde Piteranodons hier auf unserer Map. Na gut, das ist die Gärtnerei. Uns fehlt noch ein bisschen Kristall oder so, damit ich die Dächer weiterbauen kann. Aber so sieht es momentan aus. Und da gucken wir auch mal gleich rein. Denn da gibt es ein paar Pflanzen mehr als ursprünglich. Dafür haben wir extra Mod drauf. Und hier diese lila-blauen Bäumchen und so was. Die sind alle Deko. Also noch Spyglass mit anmachen. Was bist du für ein Level? Level 60. Du bist ziemlich, ziemlich low. Ja, und da sieht man schon unsere Amazonen. Divine Archerin, die habe ich hier auf so einem Wachturm gestellt, den wir mit unserem AQRP-Dekor bauen können. Und ja, die hat einen Turret-Modus, kann also auf Wachposten gehen und ja, Wachturm, Wachposten und Turret-Modus oder so, das passt perfekt zueinander. Deshalb habe ich die da oben hingestellt. Ja, und unser Haupthäuschen hat auch ein kleines Overhaul bekommen. Auch noch weit davon entfernt, fertig zu sein, aber das reicht für momentan. Wieso sieht das aus, als wenn da irgendwas rumfliegen würde? Da waren gerade Flügelflattere. War wohl nur ein Schatten oder so. Keine Ahnung. Ja, schauen wir mal rein. Hier steht ein Futtertrog, die Veranda, Terrasse, whatever hier. Außenbereich ist noch nicht ganz fertig, aber kommt. Spawnbett habe ich geändert. Dann hier haben wir eine Küche. Und hier haben wir eine schöne, schöne Sitzbank. Kann man drauf sitzen. Faszinierend, weil man kann auf einer Sitzbank drauf sitzen. Die ist aus der Station draus. Hier auf dieser Paranoia Crafting Station. Und ja, dann lass uns mal da reingucken. Da gibt es nicht allzu viel. Da gibt es nur ein bisschen Dekorkram. Und da fehlt uns aber noch jede Menge Farbe. Wir konnten momentan noch keine Farbe herstellen. Ja, mittlerweile dürfen wir da langsam können. Aber naja. Das sind so ein paar Tote und sowas. Die gucken uns alle nochmal an. Und da war halt auch die Werkbank drin. Hier, Bear Bench. Hier, Ingram Ivory Bear Bench. Das ist genau das, was da gerade rumliegt. Sonst haben wir hier nur drinnen noch ein paar Skins für einen Arklut. Den Arklut haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, ansonsten macht die Werkbank eigentlich nichts. Und man kriegt halt den Freaky Friend noch aus dem Mod. Ja, gucken wir mal weiter. Hier haben wir die Upgrade Station stehen. Komplett ist mit ihren
Modulen da dran. Hier noch eine Kiste dafür, für später, wenn wir die ganzen Regent-Teile haben, damit wir die auslagern können. Man kann immer nur eins davon haben. Hier haben wir Furniture und Deko-Crafting-Table aus dem RP-Dekor. Hier haben wir die andere Station, wo der Wachturm raus ist. Na, der Outpost. Das ist gar kein Wachpost, ist ein Outpost. Und ja, hier haben wir unsere Crafting Area mit regulären Sachen. Wir konnten mittlerweile auch, haben wir genug Silica-Pearls und sowas zusammen gehabt, um in die Alchemie-Station zu machen. Das ist einer der Pyria-Werkbänke. Ja, den werden wir, da habe ich die ganzen Pyria-Klamotten schon reingepackt und da gibt es eine Menge Rezepte drin. Warte mal, das sind nicht alle Rezepte, die es hier drin gibt, da gibt es noch mehr. Die werden wir uns nach und nach angucken, was die denn so drauf haben und hast du nicht gesehen. Momentan können wir noch nichts mit denen wollen. Du wartest immer noch auf den Sattel. Hier wird so eine kleine Wutecke. Eine kleine. Eventuell müssen wir den auch noch erweitern, weil das ist doch ein wenig eng. Hier haben wir so ein Tor drin, diesmal mit einem anderen Gate. Vielleicht soll ich das nochmal zeigen. Weil da stand ja letztens, stand da ganz komisch dran. Da stand nämlich dran. Wo bist du da? Hier, Wood Palisaden Gateway. Jetzt steht da wieder Palisaden dran. Wenn du draußen rumstehst, steht das Palisaden nicht mit dran. Wenn wir nämlich auf Wood draufgehen und auf Gateways. So, da haben wir nämlich hier Atlas Wood Gateway, das ist das, was jetzt hier in unserer Brutkammer da drin steht. Atlas Wood Behemoth Gateway und Atlas Wood Palisaden Gateway. Nur Palisaden an sich kriegt man nicht. Und die Palisaden Gateway Frame, wenn ich ihn hier reinpacken will, hat eine kleine Lücke, die passt nicht so ganz so auf die Wände drauf. So, die passt dann nicht so wirklich hier hin. Die hätte dann links und rechts noch Luft gehabt gegenüber den Wänden hier. Von dem her habe ich dann die andere Wand genommen. Komisch. Wenn man, weiß ich nicht, ist komisch, als wenn da noch irgendwie so eine Palisade Segmente an sich komplett mal in den Mod reingekommen sollten, aber nie reingeschafft haben. Ja, hier oben haben wir dann so eine kleine Übersichtsbrücke und so was. Und damit kommen wir dann hier schön aufs Dach drauf. Haben wir so eine schöne Schrägtür drin. Hab ich ja gesagt, die wollten wir irgendwo mal mit reinbringen. Momentan sieht das soweit aus. Mir geht so ein bisschen mit Material aus, sonst hätte ich hier noch ein bisschen weiter gemacht, so ein Geländer hier dran gepackt oder sonst was. Hier können dann später unsere Flugdinos stehen. Auf die Idee, das höher zu ziehen und dann eine Brücke rüber zu machen, da oben drauf dann ein Glashaus zu machen, bin ich von abgerückt. Ich war schon damit am rumbasteln, aber naja, ich habe nicht berücksichtigt, dass der Mod hier, die Atlas Konstruktion, nicht die Settings von S Plus übernimmt. S Plus ist so eingestellt, da brauche ich nicht viele Fundamente und kann ziemlich weit rausbauen. So habe ich das bei mir eingestellt. Ich glaube, ich kann 50 Ceilings oder sowas kann ich rausbauen, ohne Fundament zu brauchen. Das Basisspiel erlaubt aber nur 2, 3 Ceilings rauszubauen. Da braucht man wieder ein Fundament darunter. Und ja, das gilt auch für diesen Atlas-Mod. Der braucht auch Fundamente darunter. Das heißt, wir müssen hier überall Stäbe stehen haben, damit wir dann hier so eine Luftbrücke da hier herstellen können und so. Von dem her, ja, bin ich von der Idee wieder weggerückt. Ja, lange Rede, gut kurzer Sinn und wie gesagt, und hast du nicht gesehen, lass uns mal in die Gärtnerei reingucken und das war anstrengend. Ich muss erstmal eine kleine Pause machen hier. Ja, und ich glaube, ich muss auch wieder Dünger nachschmeißen, denn der Server war jetzt relativ lange inaktiv. Gib mir schon mal den ganzen Fertilizer hier her und das Merkeligen lass mal sofort nochmal rumkacken. Hat doch schon automatisch rumgekackt. So. Denn du musst wieder befeuert werden. Wir haben noch nichts, was unsere Pflanzen automatisch mit Dünger versorgt. Dann müssen wir momentan noch manuell machen. So, jetzt dürfte hier ein Haufen liegen. Nicht das Schweinchen da. Die ganze Kacke anvisieren. Wunderbar, hast alles aufgehoben. Wunderbar. Hier das Doppelfeilchen nehmen, alles rüberdrücken. Alles voller Scheiße. Für den zweiten Pott reicht das noch nicht mal. Hier, dann fressen wir nochmal ein paar Stimberries. Kein Problem, gib mir den ganzen Shit hier. Ja, das sollte reichen. Zack, alles aufgehoben. Und rüber damit. Hier, jetzt haben wir ein Köttelchen zu viel und ein paar liegen auf dem Boden noch rum. Passt soweit. Tja, ein geschultes Auge wird sofort festgestellt haben, dass hier ein paar Pflanzen in den Pflanzenköbelchen drin sind, die man nicht so aus dem Vanillaspielchen kennt. Das sieht so aus, ja, sieht neu aus, ist auch neu. Das kommt von dieser Station hier. In der können wir nämlich, oh guck mal, das ist auch schon eine Menge Samen und so weiter, alles eingesammelt hier. Das machst du nämlich auch automatisch hier mit den Stop Pull Fruits oder Stop Pickup. Das ist alles gestartet, deshalb macht das dann. Denn,
Ja, sobald man irgendeine Ressource hat, kann man die in Samen umwandeln und dann einige Sachen herstellen. Wie zum Beispiel hier, wenn man Sepp hat, kann man Redwood Seed herstellen und dann hier kann man eine Sulfur Seed herstellen. Hast du nicht gesehen? Man muss es erstmal einmal haben, da kann man es auch so regulär herstellen. Und genau das habe ich auch gemacht. Und ja, alles haben wir noch nicht und es gibt auch nicht alles. Also so hundertprozentig alles gibt es nicht. Ich kann zum Beispiel keinen Kaktus anpflanzen. Keine Kaktussaat da drin. Dann gehen wir erstmal durch. Hier haben wir zweimal Tinto Berries, dann haben wir zweimal Stim Berries, dann haben wir zweimal Narco Berries, dann haben wir zweimal Metro Berries, Azul Berries zweimal, Armor Berries zweimal. Ja, das sind so die quasi die ganz normalen kleinen Standardbeeren und sowas. Und ja, wie man sieht, man schon No Fertilizer drin, das heißt, wir müssen nachfertilisern. Dasselbe hier habe ich bei den, ja, hier bei den Zitronen gemacht, das habe ich bei den Mais gemacht. Hier genau, Longgrass ist Mais, danke, dass du mir gerade den Mais angezeigt hast. Das habe ich bei den Karotten gemacht, das habe ich bei den Kartoffeln gemacht. So, und dann kommen wir zu dem extravaganten Zeugs. Wir haben hier, genau den Kopf in dem Water Tub, deshalb hat das nicht funktioniert. Hier haben wir Black Pearls, die hier angebaut werden. Hier hast du ja wieder Dünger drin. Hier haben wir Kristall drin. Ja, das hilft so ein bisschen bei unserer Ressourcenbeschaffung. Vielleicht müssen wir noch ein paar Pöttchen mehr setzen und so. Das ersetzt nicht komplett das Farmen davon, aber macht es einfacher, an die Ressource ranzukommen. Hier haben wir Anglergel drin, braucht man momentan auch nicht so wirklich. Hier wächst Obsidian drinne. Solange ihr noch Dünger habt, brauche ich da nichts nachschmeißen. Da waren wir gerade schon gucken, wa? Du bist Kristall gewesen. Hier haben wir Biotoxine. Und du bist für Polymer, was sehr, sehr schön ist. Du hast auch noch einen Dünger da drinne. Sweet. Hier haben wir Palmseed ist halt keine Ahnung, was da rauskommen soll. Da war ich verwundert. Ich glaube. Ich habe keine Ahnung. Ich vermute mal Rare Mushrooms, aber dafür haben wir ein extra Ding hier. Hier haben wir weiße Perlen, also Silica Pearls. Hier haben wir eine Planet-Spezies Y. Warum auch immer die wir die brauchen, keine Ahnung. Ich habe es erstmal alles hergestellt, verraten. Hier haben wir eine Rare Flower und hier haben wir Rare Mushroom. Von dem her, ich habe echt keine Ahnung, wofür die Palme da sein soll. Rare Mushrooms und Sulfur. Das ist zurzeit, was wir in den Pötten drin haben. Für die anderen hat man zurzeit die Ressourcen noch nicht, beziehungsweise die kriegen wir eventuell auch gar nicht. Denn hier sind ja auch noch Sachen drin wie Aberration und sowas. Und wie gesagt, man muss erst einmal die Sachen einmal gehabt haben, damit man sie herstellen kann. Logischerweise. Ne? Also hier Blue Gems, Green Gems, Red Gems, da müssen wir erstmal haben, damit wir da davon eine Saat herstellen können. Aurorik, Mushroom und so, hast du nicht gesehen. Aber dann läuft der Hase ja. Dann läuft das für uns. Dann haben wir hier noch Extinction Saat, da gibt es nur Blue Crystal Zap und Red Crystal Zap. Dann gibt es noch Scorched Earth. Da haben wir Silk, also Seide. Dann haben wir Kaktus. Na komm, wir würden doch Kaktus kriegen. Aber da müssten wir erstmal einmal müssten wir Kaktus irgendwo her haben. Dann können wir eine Saat davon herstellen. Und wenn wir das haben, dann können wir auch den Item Collector benutzen von S Plus. Momentan können wir den nicht benutzen, weil wir kein Propellant für den herstellen können. Genesis gibt es auch noch, aber die brauchen alle die Tech-Corp-Plots. Von dem her uninteressant. Ja, und das ist hier der Deko-Schrank. Da gibt es halt auch noch ein paar Dekos für Kristalle und Deko-Deko. Also Luftballons, Schneemänner und Girlanden und so ein Schnickschnack. Mushrooms, davon habe ich ein paar draußen gesetzt. Das sind die Mushroom-Stühlchen gewesen, wo ich gerade drauf gesessen habe. Und Pflanzen kann man da anbauen, aber nur rein dekorativ. Ne? Die Pflanzen hier machen nichts. Dann gibt es noch ein paar Lagerbehälter, die man sich hier herstellen kann. Eine Struktur, da gibt es so einen Festivalstand, den braucht man absolut nicht. Und ja, ein paar Bäumchen. Ein paar Bäumchen habe ich halt auch draußen hingestellt. Da werden noch nicht alle, die wir machen können, aber ja, ein paar stehen da. Und ja, wie man gesehen hat, ein paar von unseren Pötten haben immer noch kein Fertilizer jetzt drin. Ne? Weil. Ja, ich konnte nicht rechtzeitig einloggen und neuen Arzt schmeißen hier. Das dauert wieder jetzt ein bisschen, bis du was hergestellt hast. Ich meine, ich kann zur Not, damit die Pflanzen nicht verrotten, kann ich da direkt Scheiße reinschmeißen. Muss ja nicht unbedingt Fertilizer sein. Wollte ich mal eben machen, dass da so ein bisschen was drin ist. Im Idealfall finden wir irgendwo einen Dungbeetle zum Zähmen. Gestern wäre ja eigentlich gut gewesen, wenn er nicht so schwer zu holen gewesen wäre. Und momentan dürfen auch, glaube ich, noch keine, oder wenn nur ganz, ganz wenige, Chinese auf der Map haben, denn der Server ist gerade erst eben hochgefahren und nach dem Neustart macht es einen Dino-Wipe.
Fertilizer ist drinne, Fertilizer ist drinne, Fertilizer ist drin, Fertilizer ist drin, ist drin, ist drin, ist drin, ist drin, ist drin. Ja, scheint soweit überall wieder drinne zu sein. Bei den kleinen habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Siehst du, die kleinen sind leer. Naja, dauert nicht mal lang, dann haben wir hier eine Überproduktion. Dann wissen wir wieder nicht, wohin mit dem ganzen Fertilizer-Kram. Und da fehlt wieder ein bisschen was. Da fehlt wieder ein bisschen was. Schweinchen, du hast ja heute Dauerbetrieb. Jut, 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 jut. So, dann lass uns mal gucken. Vielleicht ist ja was da. Ich bezweifle es. Wenn, dann dürfen nur 3, 4 Stück sein oder so was. Hier gucken wir nur ganz wenige. Ein Hyenodon, Aberration Megalania, ein Spino, Terrazino und ein Oinic. Nichts davon ist großartig sinnig für uns. Nichtsdestotrotz, ja, unsere Gärtnerei haben wir jetzt. Jetzt fehlen uns nur noch Dinos, die uns Eier produzieren, damit wir Kibbel herstellen können. Momentan haben wir da nur ein Pärchen Pteranodons, die uns hier die Pteranodon-Eier rauskloppen. Ansonsten fehlt uns noch alles. Und ja, wir machen das sowieso in jeder Season, das für uns 4 Dodos zähmen. Leider, leider, leider hat mein Schwesterchen da nicht vorher gesehen, da ich das so mache und hat dann ja, ne, hat mir 3 Neffen und eine Nichte beschert, anstatt 3 Nichten und einen Neffen. So haben wir, müssen wir jetzt 3 männliche Dodos holen und einen weiblichen Dodos, was die Eierproduktion natürlich ein wenig senkt, aber naja, das muss sein. Prestigemäßig müssen wir, ne, in jeder Staffel müssen wir 4 Dodos haben, 3 Männchen, ein Weibchen, die Namen meiner Neffen und meiner Nichte tragen. Und halt, 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 dafür brauchst du doch was. Die kannst du doch nicht mit, kannst du doch nicht daneben stehen gehen und einen Regentanz aufführen, damit sie dir dann gehören. Du musst doch auch noch was zum Zählen mitnehmen. Du musst die doch bestechen hier. Gib mir ein paar Metros. Ach, gib mir eine ganze Stapel hier. Die können wir, unsere Lagerdinos, die brauchen momentan keine Metros. Luxus, deren gibt's für die nicht. Die waren noch nicht fleißig genug. Übrigens, die Pyria-Völker hier. Die scheinen wohl nur gekochtes Zeug zu mögen. Jedes Mal, wenn ich da kein gekochtes Zeug drin habe, ein bisschen Watte oder sowas, haben die alle leeres Bäuchlein. Die fressen also das rohe Fleisch nicht. Kann sein, dass ich das falsch beobachtet habe, aber ja, momentan gehe ich mal davon aus, dass das eben tatsächlich so ist. So, und hier haben wir schon mal einen männlichen Dodo, einen weiblichen Dodo und dort bist du da. Noch ein Weibchen. Nehmen wir das hohe Weibchen, dann haben wir Lara schon mal gesichert. Mittlerweile habe ich auch eine Harpune hergestellt, allerdings konnte ich momentan erstmal nur 5 Netze herstellen. Details, wir werden noch mal ein wenig mit der Bola arbeiten hier. Ja, Bora et Labora, Bola oder so. So, halt still und dong, dong, dong. Oh, warte mal, du hast so viel Leben, ich kann dir einen Trank gerade reinkloppen. Ich habe gerade nicht die Trank Arrows drin. Damit, da ist ja gut vorbereitet hier. So. Nur auf den Body ziehen, nicht auf den Kopf. Ja, so. Denn mit kaputt, K.O. kloppen wird da nichts hier. Bei eurem Leben. Da sollte so gerade reichen. Nee. Na gut. Du brauchst schon 27 Metus brauchst du. Eieiei, bist du verfressen, ey. Hier, so, hast du 40 Stück, das reicht. Die anderen sind abgehauen, wa? Ah, alten Schisser, ey. Damit hätten wir Lara schon mal in unserem Team wieder dabei. Schön, dich in der Season wieder mit am Mann zu haben hier. Wunderschön, dann lass mal gucken, wo deine Brüder rumrennen. So. So, Chris dürfte jetzt hier im Moment aufploppen und fertig gezähmt sein. Letzte wäre gemümmelt hier. Da ist er doch. Wunderprächtig, wunderschön. Das heißt, als nächstes dürfte Mike jetzt auch schon fertig sein. Lass uns mal die 2 Meter darüber.
Sweet. Boings. Zack. Teschimir. Wunderbar. Den lass uns mal noch einen Daniel suchen. Ein Doro, bitteschön noch. Halt, 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 da. Was bist du für einer? Perfekt, du hast auch das höchste Level. Das passt für den Ältesten. Das passt. Wunderbar, was bist du? Schimmerst, weil. Wieso schimmerst du gerade so komisch bläulich? I don't know. Und Knockout. Wieso haben wir denn bei Lara so viel gebraucht? Ach, weil der Mate boosted war, ne? Bitteschön. Könnten einen Sunset Tibur abgreifen. Da hinten im Wasser. Oder Psychotropic Ruby Pachy. Psychotropic ist was Besonderes. Und Ruby auch. Ruby? Nee. Ruby? Rubys Farbgebung. Hier gibt noch Rubber. Rubber wäre ein Jumper. Wie so ein Flummi. Ja, aber der Tibur wäre echt meine Idee. Du bist gerade frisch gespawnt. Da könnten wir echt mal vorbei. Dann fliegen wir mit dem Pterana noch bis auf die Spitze da und schwimmen dann mit dem Baryonyx darüber. Oder mit dem Krog. Ja, Baryonyx sieht, glaube ich, besser, falls es da im Wasser ein Hai begegnet oder so. Die Tibur-Dame habe ich sowieso schon im Inventar. Oder? Habe ich doch, ne? Tibur habe ich, ja, genau. Gut. Hallo, Daniel. Dann haben wir unsere Dodos wieder zusammen. Jeder Season mit dabei. Sweet. Suppe hätten wir uns jetzt auch noch herstellen können zum Tauchen, wa? Ich weiß nicht, ob wir da gut tauchen können. Wenn wir lange unter Wasser bleiben müssen mit dem Tibur. Immer so eine Sache. Hallo, Nörm. Du hättest auch ein schönes Level, hättest du. Aber wir werden langfristig auf jeden Fall hier so ein paar High-Level-Nerms ziehen und die ein bisschen rumzüchten, damit wir ordentliches haben. Denn die sind, glaube ich, in der Season Go-To-Schulterpad, würde ich mal so behaupten. Mit ihrer tollen Verwandlung und generell machen die viel Spaß. Unser kleines Nörmchen jetzt auf der Schulter, es tut seinen Zweck, aber naja, du warst nicht gerade das höchste Level. Du warst sogar sehr, 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 sehr low vom Level her. Was bist du denn da für ein Megamanta rochen? Du bist doch kein normaler Manta, du bist ein Phantom-Manta, okay. Da schwimmen auch ein paar Tibur rum, aber ihr seid nicht die richtigen. Nicht der mit dem, nicht der Shiny. Krieg ich dich auch ins Target rein? Komm, ich guck doch direkt auf dich drauf. Marauding-Tibur, also ihr seid die aggressiven Tiburs, die Piraten-Tiburs. Ja, ihr seid in der Gruppe, seid ihr echt tödlich, ey. Ihr zerhackt alles, ganz ratzfatz. Wir müssen auf die Insel ansteuern, wa? Wollte schon sagen. Die Vulkaninsel hier mit den bösen Spawns hier überall. Da haben wir noch nichts verloren. Die Insel ist böse und die ist sehr böse, die Insel. Die sind beide sehr böse. Du, das heißt, du bist auch ganz böse. Stygian Drachenthorny, der war auch gestern auf der Center-Insel da. Am rumflattern. Ja, da haben wir mit unserem Team Pteranodon hier nicht den Hauch einer Chance, haben wir da nicht. So, da hinten im Wasser müsstest du irgendwo rumgammeln. Gucken sofort nochmal, bei welchen Koordinaten du denn warst. Wir wechseln aber erstmal auf Baryonyx. Wo kann man denn hier gut landen? Hier ist gut. Hier ist doch gut. Gut, gut, gut. Hol mal kurz deine Ausdauer. In der Zeit gucke ich nochmal nach, wo du denn genau da rumgehangen hast. Bitte die richtige Fernbedienung benutzen. Wilfred auf der Stelle. Irgendwas ist ja weg. Dafür ist die Azur Plesi dazugekommen. Du bist da oben. Sunset, ja, du bist mehr oder weniger bei 34,88 bist du. Du musst quasi da so irgendwo sein. Alright.
könnten eigentlich direkt mit unserem Tibur losschwimmen. Du bist sowieso ein bisschen schneller im Wasser als unser Barry. Und du brauchst sowieso die Medaille da drin im Idealfall. Ja. Na, guck mal, 34, 88. Wo müssen wir denn da hin? Warte mal, bist du da nicht eventuell sogar schon? Zahnzertibur. Ja, da bist du schon. Also, du bist nur, shit. Bist du eventuell schon interessiert? Du bist schon interessiert. Die sind alle ziemlich interessiert. Ja, dann stehen wir doch hier mal ein Minütchen lang rum. Lass uns mal aber an die Oberfläche. Folgt ihr mir? Ihr folgt mir so ein wenig, wa? Das wäre schön. Also von mir aus, ich zähle auch einen ganzen Stamm von euch. Habe ich auch keine Probleme mit. Ja, hier kann der Bredrax dann auch atmen. Seid ihr noch alle interessiert? Kriegt ihr noch Trainingsfortschritt? Ich euch nicht. Da doch, ja. Du hast sogar wieder einen Rare Color. Passt hat oder seid ihr außer Reichweite raus? Ich kann nicht weiter runter gucken. Dammit. Ihr habt schon wieder ein bisschen aufgehört, euer Interesse geweckt zu haben. Ja, dann muss ich mal hoch und runter hier. Boah, die Delfine, könnt ihr mal abhauen. Ihr seid ja gerade voll im Weg. Ja, doch, die Effektivität da und die, das steigt da gerade bei dir noch. Wunderbar. Der Sunset ist auch mit von der Partie. Steig, 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 bevor ich hier ertrinke. Mein, dadurch, dass du gemoddet bist, du bist zwar jetzt ein Shiny, aber ob da du wirklich andere Farben hast, sieht man nicht so wirklich. Come on, come on. Come on, come on. Sweet, du gehörst uns, der nächste gehört uns, wie sieht's mit dir aus? Du gehörst auch uns. Sweet, sweet, sweet. Lass uns mal kurz Luft tanken hier. Und dann kümmern wir uns um deine Wenigkeit. Kann ja nicht sein, dass du noch fehlst. Warte, für dich reicht's noch. Siehste. Sweet. Eine ganze Armee Tiburs haben wir hier. Oh Mann. Tausende von Jägern haben wir jetzt. So, hier müsstest du irgendwo rumrennen. 58, 58, hier ist ein Kanu. Das ist nicht so gut. Mein, wenn sollte der Pachi relativ hoch vom Level her sein, um mit dem Kanu gut umgehen zu können. Das ist aber auch so ein komischer Golem. Das ist nicht gut. Golems tun ouchen. Los. Da könnte der Pari könnte das sein. Oder einer von diesen Paris. Du bist es. Psychotropic Ruby Pari. Alright. Rein theoretisch. Wird dein Kamerad aggressiv? Dein Kamerad ist aggressiv geworden. Dann kommen sie hier rüber. Bitte schön. So. Dann fangen wir an, dich auszunocken. Und wenn genug Zeit ist, kloppen wir dann deine Kameraden noch um. Ansonsten dürft ihr uns eh in Ruhe lassen, wenn du dann K.O. bist. Ah, wir werden sofort den Dido anlegen müssen. Ich hab's gewusst. Nein, noch verzaust du uns die Themen nicht, solange wenig K.O. gewesen ist. Es wird nur ein Problem, wenn der schon K.O. gewesen ist. Siehste. So, hast du davon. Autsch, 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 autsch. Das ist Psychotropik. Uiuiui. Hör auf damit, ich sehe ja gar nichts mehr. Da. Aber du bist der Falsche. Komm, Nörn, mach den fertig. Wunderbar. Ich sehe dich da noch wegrennen.
Doch nicht Richtung Golem. Der Golem kann erstmal den Kano da fertig machen. Ruhe. Bleib hier. Du wärst eine Merkel, wärst du. Du wärst eine legitime Merkel. Ich könnte mal eigentlich auch noch mitnehmen. So, du bist ausgenockt. So, du bleib mal hier, Merkel. Nur der Vollständigkeit halber. Oh, das ist ein Bunny. Crouch. Mechus. Bunny, 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 Bunny. Ach, du nimmst ja gar keine Mechus. Du nimmst Mechus. Alright. Gut. Ups, ich wollte dich nicht hauen, ich wollte aufstehen. Das ist ein anderes Spiel, wo ich so aufstehe. So, lass uns mal gucken, was brauchst, wie viel brauchst du denn? Du brauchst 90 Mechus oder so. Dann hauen wir dir dann mal 100 rein. Bom, 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 bom. Gut. Du brauchst fast 200. Alright. Wir haben Kompis am Arsch. So. Aber wir müssen noch unseren Pteranodon zurückholen. Das wird ja da gleich weggemümmelt. Ja. Da Knickelchen rennt ja auch noch irgendwo. Siehst du, ich hab's doch gewusst, dass unser Pteranodon da angegriffen wird. So. Ja, du bist da unten. Wunderbar. Du hast dich mit dem Kanon nach da unten verdrückt. Ah, du bist ein Hausnummer, ey. Du 26,7K und ich glaube, du haust durchs Mond oder so. Reika ist da noch ein Problem, was da rumrennt. So, wir können mal aufhören zu folgen hier. Ich gehe wieder Bunny weiterziehen hier. Keine Ahnung, was das Bunny macht und keine Ahnung, ob wir das bekommen, aber wir probieren es aus. Musst du unbedingt zu diesem Geoden-Ding, aber Geo-Raika da hinrennen? Ey, du bist gar kein Geo-Raika, du bist ein regulärer Raika. Wo ist denn der Unterschied? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn der uns sieht, dann haben wir ein Problem. Ich kann schnell meinen Krog rausholen. Echt jetzt? Och, nö. Wir holen unser Krog raus. Nö, 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 nicht auf meinem Pari rumnibbeln. Oh, du böses Viech. Kannst du mir euch den Tank versauen? Ah, Effektivität nur noch von 12%. Solange du nicht umbringst, das Paletti 13%. Ah, ne, es war gar nicht die Effektivität. Okay, Peterano, du hältst das auf, mit dem Magentarus da rumzuspielen, wa? Und mein Bunny ist jetzt wahrscheinlich auch noch hops oder so. Wahrscheinlich. Ihr beiden, naja, ne. Team ist ein wenig versaut, aber der Karnickel ist voll abgezogen. Volle Lotte. 170 Meter. Ja, okay. Okay, du kannst hier spielen, stehen bleiben. Wir gehen immer eben gucken, weil du bist gut angenibbelt worden. Da kann man ja nun leider jetzt nichts anderes behaupten. Hallo, Karnickelchen, da bist du ja wieder. Kalikotherium untersteh dich in unsere Richtung hier zu dackeln. Du wirst nämlich auch aggressiv, wenn man zu nah an dir rankommt.
oder du zu nah an einem rankommst, glaubst wie gesprungen. Ey, du Kanickel, du ziehst uns aber auch gerne ins Verderben rein, hier in der Richtung Verderben. Trotzdem, mit dem nächsten Mädchen solltest du uns gehören. Komm mal, komm mal, komm mal. Jawoll. Weiß noch nicht, warum ich mich so freue, aber wir haben jetzt ein Kanickelchen. Ostern ist gerettet. Weißt du was, du Psychotropik-Pachi? So cool wie du auch bist. Man kann nur an dir rumlenken, ja, und dann kriegt man diesen Psychotropik-Effekt hier, wenn du wieder da bei Bewusstsein bist. Aber du bist schon so angekratzt und bis du fertig gezähmt bist, kommt auf jeden Fall wieder irgendwas hier vorbei, was dich annibbeln wird. Da kann ich besser hingehen und dich über den Jordan schicken und den Loot von einem Shiny kassieren. Ist nun mal so. Ist zwar brutal, aber dein Team ist sowieso versaut. Dann, guck, siehst du, jetzt haben wir da ein paar Kibbel für abkassiert. Haben Sweet Veggie Cake bekommen. Wir haben Veggie Cake bekommen. Wir haben einen Veggie Cake bekommen. Das ist sehr gut. Damit könnten wir ins Eis und gucken, ob wir nicht einen Obus kriegen würden. Komm, scheiß auf Merkel. Wir haben einen männlichen Merkel. Das reicht uns eigentlich. Wir brauchen nicht mehr als ein Fionia. Mit ein wenig Glück finden wir einen Obus. Obus zählt mal mit einem einzigen Küchlein. Im Gegensatz zu einer Schnecke. Schnecke brauchen unterschiedliche Mengen von Küchlein, je nachdem wie groß sie sind. Obus ist immer ein Küchlein und gut ist. Und Obus brauchen wir. Langfristig ein Pärchen. Aber eins wird erstmal schon reichen. Das heißt, auf zum Schnee. Schneekopf ist da. Ja nee, so auf der Schnelle finden wir mal nicht so eben einen Obis, wie momentan aussieht, wo wir mal eben so ein Küchlein hinten reindrücken können, damit es uns gehört. Aber das macht nichts. Wir ziehen definitiv nochmal gezielt los. Nehmen uns eine ganze Folge dafür Zeit, um an Obis dann zu kommen. Denn sie sind doch recht wichtig, wenn wir denn dann genug haben, um selbst Küchlein herzustellen. So, dann ist aber hier für erstmal müssten wir dann hier, erstmal müssen wir aber wieder zurück in unsere Basis, denn ist schon sehr spät und ich habe so richtig so ziemlich Downer gerade. Ja, wir haben schon noch gut was für diese Folge erlebt. Morgen können wir wieder regulär aufnehmen zu einer vernünftigen, ansatzweise menschlichen Zeit. Und da können wir auch besser was organisieren, planen. Ja, kristalltechnisch haben wir jetzt da noch nichts abgeholt, kein Problem. Ich werde mich trotzdem noch ein wenig um die Gärtnerei kümmern müssen. Ich meine, wir haben eine Armee von Tiburs haben wir jetzt zusammen. Also wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Sunset Tibur, holen wir dich mal als erstes raus. Vielleicht hast du ja... I don't know, warte mal, wo sind die anderen Tiburs? Die anderen Tiburs stehen ja eigentlich hier, genau hier. Hier steht der, der jedes Mal hier auf der Jagd ist. Dann lass uns den Sunset Tibur, du bist ja auch ein Weibchen, nehmen wir dich zukünftig hierfür, um andere Völker zu rekrutieren. Du bist dann unser Medaillonträgerin, bist du jetzt hier, mit deinem Level 111, Quatsch, 1110. Denn, ja, ich bin relativ down, hab ich gerade schon mal erwähnt, ne? So, dann haben wir, Kelgarian Female Tibur, Keragarian Finitur. Okay, da war steht denn da mit dran? Warst du auch was Besonderes? Hier steht nur Tibur dran. Verwirr mich doch nicht so, mach doch nicht so komische Sachen. Auf jeden Fall kannst du mit auf die Jagd gehen. Ah, shit. Mal kurz aufsitzen und mir abschmeißen. Dankeschön. So, vielleicht hat ja jemand von euch was... Neues für so. Na, go on. Geh direkt mal jagen gehen hier. Achso, du musst erst auf passiv. Du warst definitiv einer von den neuen. Stance ist doch passiv. Was für Apple? Hä? Stance passt. What the? Jetzt geht's. Du warst doch schon auf passiv. Ja, aber wenn ihr so viele seid... Oh, jetzt sieht man auch den Chibi. Wo stelle ich euch denn sonst noch hin? Hier so. Hier mal so einen hin. Oh, du bist ja Kanickelchen. Ach, musst du dich denn dazwischen drängeln, du blödes Kanickelchen. Tibur, da. Bist du... Du bist keiner mit Rare Colors, aber du warst ein Max-Level. Alright, Behavior, Passiv und Gordon.
So, du bist wieder ein Weibchen. Auch eins von den neuen. Passiv und Gonat. Du warst auch nicht der mit den Rare Colors. Nevermind. Kennen wir schon. Behavior. Passiv und Gonat. Und Behavior, lass mich mal hier durch. Shit. So. Ja, nun lasst mich doch mal hier raus. Dann nehme ich halt die Wand hier weg. So, habt ihr davon. Wenn ihr mir das schon nicht rauslasst. Fiese Maps. So. Das Krokodil, was mit uns das Spiel spielt, kommt wieder hier hin. Hier, Mr. Rabbit, du. Dich können wir langfristig können wir dich in die Gärtnerei packen. Momentan ist die immer noch ein zu heißes Pflaster. So. Gib mir mal eine Hitching Post, denn ich will herausfinden, ob du was Besonderes kannst. Dafür setze ich dich nochmal zusätzlich auf Wanderung. Aber binde dich vorher an und dann sehen wir morgen oder so oder später dann oder in der nächsten Folge oder so, ob du irgendwas produzierst, wenn du denn hier so rumstehst. Warte, lass mich dich trotzdem nochmal ins Bällecke nehmen. Hier liegt schon mal nichts rum. Und nochmal eben einen Blick drauf werfen. Du bist der Rabbit, du bist aus dem Pyria-Mod. Von dem her, wenn du aus dem Pyria-Mod selber bist, nicht aus dem Shared Atlas-Mod, könnte das tatsächlich sein, dass du irgendwas an Fähigkeiten hast, wenn du denn am Wandern bist. Gehe ich mal von aus. Denn Health, Stamina, Oxygen, Food, Mini-Damage, Movement Speed. Hier ist zum Beispiel nichts Besonderes drin. Zum Beispiel, dass du Leuchtkäfer wärst, also leuchten kannst im Dunkeln oder sonst was, oder was herstellen könntest wie ein Gascha oder sowas. Davon sehe ich nichts bei dir. Dann setze ich dich mal auf Wandern. Und warte mal, die Tiburs müssten immer alle passiv sein. Vielleicht muss bei dir auch passiv sein. Stance zu passiv. Ah, mal reinwerfen. Momentan ist noch nichts drin. Ne? Sattel- und Kostümslot hast du wohl. Mal gespannt, ob du irgendwas drauf hast oder nicht. Außer nur niedlich aussehen. Weil niedlich aussehen ist keine Kunst. Das kann jeder. Können ziemlich viele, kann fast jeder. So, gut. Aber ganz, ganz wichtig, das Küchlein müssen wir mal sicherstellen und in den Kühlschrank packen. Nee, vor dem Umbau war der Kühlschrank oben. Jetzt steht er hier. So, und der ganze Kibbelzeugs auch. Da haben wir schon gut ein paar Kibbel abgegriffen. Na, okay, bei unseren High-Level-Dinos hier, die hier rumrennen, ist das nichts, aber es ist ein Anfang. Es ist ein. Wir haben sämtliche Kibbel bekommen, oder fehlt da eine Farbe? Weißer Kibbel fehlt. Sonst hast du uns alles gegeben an Kibbel. Nice. Gut. Den Rest werde ich gleich aussortieren, umsortieren, wegpacken, wie auch immer. Und wie gesagt, du wirst unsere Dame, die mit uns denn demnächst loszieht und dann hier Tokens mit hat in der Tasche und versucht, Leute anzuwerben. Vielleicht sollten wir dich auch noch mitnehmen, weil ich glaube, du bist eine Nummer effektiver als das Ding hier. Ihr beiden unsere Rekrutierungscrew. Klingt nach einem Plan, wa? Na gut. Aber das soll erstmal für diese Folge gewesen sein. Hier wird es ja auch schon dunkel und meine Augen fallen mehr oder weniger schon fast zu. Ich hoffe, das war trotzdem eine interessante Folge. Ich habe mich trotzdem relativ gut amüsiert. Und bin mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis wir für den Reikern einen Sattel haben. Da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Aber wie gesagt, das war es erstmal für diese Folge und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Restabend und ja, gehabt euch wohl und dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, gebt der Gas, habt euch Spaß und auf Wiedersehen, tschüss.